Giuliano di Lecce befindet sich im Hinterland des Caps von Leuca. Es ist ein Ortsteil der Gemeinde von Castrignano del Capo. Die Gemeinschaft von Giuliano hat alte Herkunft, wie die vielen Megalithen, die von Menhir Menzi auf Königin Elena Straße dargestellt sind, beweisen. Die Ortsmitte von Giuliano bewährt ihre ursprüngliche Schönheit auf. Die alte Tür der Bürger stellt den Zugang in der Altstadt dar. Sie liegt von der Hauptstraße der Ortsmitte. Wenn man unter den Gässchen spaziert, kann man einen charakteristischen Balkon aus dem 17. Jahrhundert finden. Es wird Balkon der Schwäche genannt. Hier tauchen sympathische Gesichter aus den Ritten eines eleganten Balkons auf. Die feudale Festung charakterisiert das gewohnte Gebiet. Der mittelalterliche ist von der Anwesenheit der mächtigen viereckigen Türme auf den Seiten des Gebäudes verstärkt. Noch heute kann man in diesem Gebäude Teil des Wassergrabens sehen. Die Hauptfassade ist mit einer schlichten Loggia aus dem 18. Jahrhundert, die mehrmals im Laufe der Jahrhunderte restauriert wurde. Elegant ist die Hauptkirche dem byzantinischen heiligen Schutzpatron Johann Chrysostomo gewidmet. Das Gebäude geht zum 16. Jahrhundert zurück und wurde mehrmals verändert. Vor allem auf der vorderen Sicht kann man einen starken Einfluss des neoklassischen Stils bemerken. Die architektonischen Veränderungen wurden während den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts gefertigt, als auch der Glockenturm auf der Apsis des Gebäudes vollendet wurde. Das byzantinische Erbe dieses alten Landes wird auf den Resten der Kirche Heiliges Peters deutlich. Sie liegt neben die Länder der Ortschaft unter den ältesten religiösen Denkmälern der Diözese von Ugento Santa Maria di Leuca. Giuliano ist eine graziöse kleine Ortschaft, reich an Geschichte und architektonischen Schönheiten. Seine Vergangenheit hallt noch in seinen entzückenden Formen wider, in seinen schlichten und gut gepflegten Räumen. Es stellt die typische Schlichtheit der salentinischen Gesellschaft dar.